Leute, schaut euch mal diesen riesen Pool an. Der ist gigantisch. Hier so ein kleiner Ofen fürs Haus. Gehen wir jetzt mal in den Keller. Hier soll auch ein Atomschutzbunker sein. Kleines Zeichen ertönt nur, wenn Netzstrom ausfällt. So, hier ist ein Kriegsbunker. Anscheinend. Ach, das. Und da. Hier riecht noch irgendwie so ein bisschen nach Schlafzimmer, so wie so Gästezimmer. Ja. Ich denke mal, dass das hier so ein Gästezimmer war. Hier mit angrenzendem Badezimmer. Waschbecken schon kaputt. Ich glaube, hier steht auch noch das Bettgestell. So, dann. Hier konnte man bestimmt früh überall rausgehen auf das Grundstück. War halt alles verriegelt. Hier auch schon alles kaputt. So Leute, gehen jetzt mal hoch. Hier liegt noch der alte Teppich von den Treppen. Überall verteilt. Wie ihr da seht. Fenster eingeschlagen. Hier auch noch ein kleines Badezimmer oder irgendwie sowas. Wandschrank, der den kompletten Flur überherzieht. Noch Kleiderbügel. Hier auch wieder, Freunde, die Wand bezogen mit dem Stoff. Hier noch ein kleines Geheim. Der Dachboden. Eine Tür, Kleiderbügel. Ja, halt alles eingeschlagen. Hier, Leute, hier ist ja wieder der Aufzug, den wir unten im Keller gesehen haben. Ist der auf? Ist zu. Ich sehe eine richtige alte Möbel. Sieht man auch. Ja, auch noch ein kleines Badezimmer. Schaut euch mal die Tapete an. Und ein kleines Abstellzimmerchen. Sehr verkrümmt überall. Alles hier schon ausgeräumt. Nochmal sowas in der Art wie ein Speicher.
Überall liegen hier noch Telefonbücher. So, ich gehe jetzt mal hier diese Holztreppe, die ist noch ziemlich befestigt, das ist gut. Aber hier ist noch mal ein Dachboden. Muss aufpassen, da der Boden sich nicht lockert. Hier ist Tapeten liegen hier. Kacheln, Fliesen. Seht, aber da ist da hinten ist hier der ganze Dachboden. Ja. Hier ist schon alles kaputt. Hier, da, hier wächst schon der. Hier wachsen schon Sträucher durch die Decke. Ja, gehen wir mal schnell hier wieder runter. Weil großes Badezimmer. Naja, die Tapete auch wieder halt so Geschmackssache. Da wieder. Leute, guckt euch nochmal diesen Ausblick an. Hier war eine Sauna. Hier war eine Dusche, also konnte man sich duschen, bevor man in die Sauna oder rausgegangen ist. Ja, auch alles runtergekommen. Hier auch wieder was, hier auch wieder ein Kamin. Und hier ist guckt mal, Leute, auch schon wieder ein Graffiti. Die Wandschränke. Alle mit dem Stoff überzogen. Hier ist noch ein. Hier kommt auch schon alles von der Decke. Decke am Schimmeln. Altes Bügelbrett. Raus. Terrasse. Ist der Balkon oder Terrasse schon groß? Hier sieht man, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die ganzen Bäume und so, die wachsen jetzt in das Haus hinein. Und, ja. So, Leute, ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal.